Mit über 1 Milliarde US-Dollar Einspielergebnis ist Joker nicht nur der erfolgreichste R-Rated-Film, sondern auch unter den Top 3 der erfolgreichsten DC-Filme überhaupt. Kein Wunder also, dass direkt nach Release Stimmen laut wurden, die eine Fortsetzung für den ursprünglich für sich stehenden Film forderten. Nun überraschte Regisseur Todd Phillips mit einem neuen Bild bei Instagram, das das Drehbuch zur Fortsetzung von ihm und seinem Co-Autor Scott Silver zeigt. Auch der erste Titel ist zu erkennen und der verrät mehr, als man im ersten Moment denkt. Folie à deux ist ein Begriff aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Geistesstörung zu zweit. Das beschreibt die Erkrankung einer gesunden Person, die durch einen anderen wahnhaften Menschen quasi angesteckt wird. Sobald sich die beiden Personen trennen, verschwindet die Geistesstörung der einen Person häufig wieder. Viele sehen hier einen Hinweis darauf, dass Harley Quinn im kommenden Joker-Sequel eine entscheidende Rolle spielen wird. Als unwahrscheinlich gilt aber ein Auftritt von Margot Robbie in ihrer Paraderolle. Schließlich spielt Joker in einem anderen Universum als die Suicide Squad-Filme oder Harleys Solo-Film Birds of Prey. Wie Deadline berichtet, ist der Deal mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix so gut wie abgeschlossen. Alles andere käme nach seiner überzeugenden Performance im ersten Teil aber auch einer Katastrophe gleich. Ein Startdatum gibt es bislang noch nicht. Wir müssen uns aber sicherlich noch mindestens 2 Jahre bis zum Release gedulden. Bis heute zählt Deadpool zu den beliebtesten Antihelden, die das Marvel-Universum zu bieten hat. Der letzte Auftritt des vernarbten Söldners ist schon 4 Jahre her und auch seit der berüchtigten Übernahme von Fox durch Disney ist mittlerweile einige Zeit vergangen. Das große Thema unter den Fans ist aber weniger das noch unbekannte Startdatum, sondern eher das erhoffte R-Rating. Viele Fans sind skeptisch, ob das familienfreundliche Marvel-Universum für den Film eine Ausnahme machen wird. In einem Gespräch mit Den of Geek äußerten sich nun die beiden Drehbuchautoren Red Reese und Paul Wernick zur potenziellen Altersfreigabe. Demnach solle man sich darüber keine Sorgen machen, die beiden hätten große Unterstützung für ihre Vision erhalten. Dennoch schwingt zwischen den Zeilen des Gesprächs durch, dass Disney nicht alles abgenickt hat, was die beiden Autoren vorgelegt hatten. Der ein oder andere derbe Witz wird also scheinbar außen vor bleiben. Ziemlich schade, wenn man bedenkt, welch großen Erfolg die beiden Autoren mit den beiden Vorgängern hatten, ohne dass ihnen dabei reingeredet wurde. Ein R-Rating wird es also vermutlich geben, wie von Marvel-Chef Kevin Feige in der Vergangenheit versprochen. Nur eben mit kleinen Abstrichen für Disney und das MCU. Ob das Vorhaben scheitert oder die Erfolge der Vorgänger wiederholen kann, wird sich zeigen. Ein Startdatum ist noch nicht bekannt. Diesen September erscheint mit Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht die teuerste Serie aller Zeiten bei Amazon. Neben 4 neuen Covern des Empire Magazine gibt es auch 2 weitere neue Bilder. Die Cover zeigen unter anderem eine kampfbereite Galadriel, die beiden Khazad-Dûm-Herrscher Durin den Vierten und dieser und außerdem die 3 Haarfüße Poppy, Nori und Sadok. Einem 4. Cover, das exklusiv Abonnenten vorbehalten ist, sehen wir eine künstlerische Zeichnung eines Schneetrolls. 2 weitere Bilder, die ebenfalls durch das Empire Magazine veröffentlicht wurden, präsentieren nochmals die von Morfydd Clark verkörperte Galadriel. Sie trägt eine Fackel und kommt merklich jünger daher als in der 1000 Jahre später spielenden Filmtrilogie. Das 2. Bild zeigt den Elfenschmied Celebrimbor, der von Charles Edwards gespielt wird und bereits in den beiden Videospielen Shadow of War und Shadow of Mordor zu sehen war. Er ist kein geringerer als der Schmied der berüchtigten Ringe und nimmt somit eine entscheidende Rolle in der Geschichte von Der Herr der Ringe ein. Weiterhin gab es neue Informationen von den Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay. Diese verrieten in einem Gespräch mit Empire, dass bereits die gesamte 50-stündige Serie durchdacht sei und dass es viele Handlungsstränge gebe, die erst am Ende der 5. Staffel einen Sinn ergeben. Fans sind derweil noch unentschlossen und es gab einiges an Kritik zum ersten Trailer. Genaueres werden wir dann ab dem offiziellen Serienstart ab dem 2. September 2022 bei Amazon Prime erfahren. Erst vor kurzem schloss sich The Suicide Squad-Schauspielerin Daniela Melchior dem Cast von Guardians of the Galaxy Volume 3 an. Kurz darauf folgte ein Bericht von Deadline, der eine weitere Verpflichtung in Erfahrung gebracht haben will. Die Rede ist von Borat-Schauspielerin Maria Bakalova, wie James Gunn am vergangenen Montag auch via Twitter offiziell bestätigte. Man vermutet, dass Bakalova eine wichtige Rolle in dem kommenden MCU-Blockbuster einnehmen wird. Auch Gunn selbst sprach lange vor der Ankündigung von einer besonderen Person, die eine spezielle Rolle erhalten werde. Neben Borat Anschluss Moviefilm war die 26-Jährige zuletzt in der Horrorkomödie Bodies, Bodies, Bodies und The Bubble zu sehen.
Neben Bacalova darf man sich natürlich auf ein Wiedersehen mit Bradley Cooper, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Clemente, Vin Diesel und Zoe Saldana freuen. Ebenfalls mit dabei sind Sylvester Stallone als Dacca Ogor und Will Poulter in seiner neuen Rolle als unsterblicher Adam Warlock. Den nächsten Auftritt der Guardians wird man im kommenden Thor 4 Love and Thunder ab dem 6. Juli 2022 sehen. Guardians of the Galaxy Volume 3 erscheint dann am 3. Mai 2023 in den Kinos. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Disney erste Informationen zur kommenden I Am Groot Animationsserie. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um einen Ableger der Guardians of the Galaxy Reihe, nur eben mit Baby Groot im Mittelpunkt. Das Format unterscheidet sich dabei deutlich von vergleichbaren Disney-Plus-Serien. Statt einer langen, zusammenhängenden Story werden wir eine Reihe von sogenannten Original Shorts zu Gesicht bekommen, also verschiedene Kurzgeschichten. Dabei darf natürlich auch nicht das obligatorische Aufeinandertreffen mit anderen MCU-Figuren fehlen. Welche das sein könnten, ist aber noch nicht bekannt. Wir wissen aber schon, dass Vin Diesel genau wie in den Guardians of the Galaxy-Filmen die Synchronstimme von Groot übernehmen wird. Bislang gibt es außerdem ein erstes Poster zu sehen, das das kleine Bäumchen in entspannter Atmosphäre auf einem Badetuch zeigt. Im gleichen Zuge sehen wir auch das geplante Startdatum, das auf den 10. August 2022 angesetzt ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das eher ungewöhnliche Serienformat schlagen wird. Diese Woche startete die Netflix Geeked Week, bei der Netflix allerlei neue Filme und Serien verkündete. Mit dabei sind auch einige Trailer. Wir zeigen euch im Folgenden die Highlights, die der Streaming-Riese im Gepäck hatte. Eines der unbestrittenen Highlights war die Cyberpunk Edgerunner-Serie, die auf dem 2020 veröffentlichten Videospiel basiert. Neben einem ersten Teaser und einem Clip zu der Animationsserie gab es außerdem ein erstes Poster im Anime-Stil zu begutachten. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen CD Projekt Red und Trigger und soll ab September 2022 bei Netflix verfügbar sein. Ein weiteres Bild gab es zu der Serie Skull Island, die eine Kollaboration zwischen Legendary und Powerhouse ist. Viele Infos gab es zwar nicht, aber dafür ein eindrucksvolles Bild von Kongs gigantischem Handabdruck. Für viele ebenfalls interessant sein dürfte die neue One Piece-Serie im Live-Action-Format. Hier gab es ebenfalls einen ersten Videoclip, der die detailgetreuen Sets der kommenden Serie präsentiert. Zu sehen ist etwa das riesige Schiff Barati, das im Mund des Fischkopfes eine Bar versteckt hat. Ein Startdatum wurde leider noch nicht bekannt gegeben. Die neue Resident Evil-Serie konnte auf jeden Fall den ein oder anderen Fan überzeugen, nachdem das Reboot Welcome to Raccoon City eher einen mäßigen Erfolg feiern konnte. In der neuen Serie lernen wir zwei Zeitebenen kennen, einmal vor und einmal nach dem Ausbruch des berühmt-berüchtigten T-Virus. Im Mittelpunkt steht Jade Wesker, die von Ella Balinska verkörpert wird und die Tochter des Bösewichts Albert Wesker ist. Inhaltlich wird die Serie eher ihren eigenen Weg gehen und sich nur lose an der Spielvorlage orientieren. Nichtsdestotrotz sind wir gespannt. Die Serie startet ab dem 14. Juli 2022 auf Netflix. Zum Abschluss unserer Auswahl möchten wir euch noch einen neuen, hochkarätig besetzten Film vorstellen. Die Rede ist von dem schon länger bekannten The Gray Man, der von den Russo-Brüdern inszeniert wird. In den Hauptrollen können wir Superstars wie Chris Evans, Ryan Gosling oder Ana de Armas sehen. Die Story dreht sich um den CIA-Agenten Cord Gentry, der vom Jäger zum Gejagten wird und sich augenscheinlich nur auf die liebreizende Agentin Dani Miranda verlassen kann. Der Film soll bereits diesen Sommer am 22. Juli 2022 starten. Abseits der ganzen Netflix-Veröffentlichungen haben wir diese Woche wieder allerlei neue Trailer für euch auf unserem Kanal parat. Mit dabei sind Trailer zu Minions 2, Black Adam, Prey und Nope. Außerdem sollten Transformers-Fans auf keinen Fall unser neues Kinocheck Original zu der berühmten Action-Reihe verpassen. Wir wünschen viel Vergnügen.